um bei der A- bzw. B-Klasse, wie hier mit Frontschaltgetriebe, im Bedarfsfall eine oder mehrere Zündkerzen auszutauschen, bedarf es einer Reihe von mehr oder minder kniffligen Arbeitsschritten. Doch bevor Fingerfertigkeit gefragt ist, erst einmal das Fahrzeug rauf auf die Hebebühne. Die anschließenden Handgriffe sollten keine Probleme bereiten. Die Unterbodenverkleidung ist mit drei Schrauben befestigt. Lösen Sie diese und nehmen Sie die Verkleidung ab. Das Wärmeabschirmblech Seitenwellenlagerblock lässt sich ebenfalls problemlos mit zwei Schrauben entfernen. Mit entsprechendem Werkzeug wird anschließend die Demontage des Wärmeabschirmblechs der Lenkung zum Kinderspiel. Entnehmen Sie das Blech, indem Sie es nach rechts über den Gewindezapfen herausheben. Ein Innen- und ein Außentorx entfernen im Anschluss die beiden Schrauben, die die ATL-Stützstrebe fixieren. Jetzt wird's etwas knifflig, da schwer zugänglich. Das Abschirmblech Auspuffkrümmer und das Wärmeabschirmblech Cut sind mit denselben Schrauben befestigt. Lösen Sie diese und entnehmen Sie zunächst das Blech des Krümmers. Anschließend mit einer Hand das Abschirmblech des Cuts, das für Sie nicht sichtbar mit zwei Klammern befestigt ist. Die Zündleitungen sind mit den entsprechenden Steckern am Zylinderkopfdeckel in den Haltepfeifen befestigt und hier gut zu erkennen. Nun ist Fingerspitzengefühl gefragt. Mit der sogenannten Abdrückgabel drücken Sie hinter der Abdrückwulst den Zündkerzenstecker ab. Und entnehmen Sie diesen danach komplett mit der Hand. Verfahren Sie gegebenenfalls genauso mit den restlichen Steckern. Mit einer Zündkerzennuss vom Motor M112 und einer entsprechenden Verlängerung kann nun die Zündkerze herausgedreht werden. Die neue Kerze einbauen. Setzen Sie den Stecker von Hand auf und drücken Sie diesen mit Hilfe der Abknickgabel fest an, diesmal vor der Wulst. Achten Sie auf das Klickgeräusch beim Einrasten. Vergewissern Sie sich, dass alle Zündkerzen und Stecker an dieser schwer zugänglichen Stelle richtig eingebaut und korrekt an den Zylinderkopfpfeifen angebracht sind. Alles okay? Dann gilt es noch lediglich eine letzte Hürde zu meistern. Die Montage der Abschirmbleche, Cut und Auspuffkrümmer. Doch alles halb so wild, gehen Sie dabei einfach wie folgt vor. Setzen Sie das Blech des Cuts so weit ein, dass beide Befestigungslöcher grob mit der Lage der Befestigungsklammern übereinstimmen. Ziehen Sie das Blech wieder ein wenig herunter und drücken es in Richtung des Krümmers, um einen korrekten Sitz an den Klammern zu gewährleisten.
Dann das Blech auf dem Schlitten nach oben führen und auf beidseitigen Widerstand durch die Befestigungsklammern achten. Anschließend das Blech einschieben und festklemmen. Fertig!